Und da sind wir wieder. GoldenEye, The World is Not Enough. Der Rest der Multiplayer-Waffen. Ich guck mal, ob ich die noch alle zusammenkriege. Ich glaube, es müsste jetzt noch zwei Presets geben. Ach, das dauert mal wieder unglaublich lang zum Laden. Kleiner Fun-Fact dazu: N64-Spiele müssen eigentlich nicht laden, weil sie halt diese Kassetten haben. Und auf der Kassette ist eigentlich alles so gespeichert, wie als würde ihr sich das Ganze schon bereits sozusagen im ROM des N64 befinden. Aber da das hier so ein komischer PlayStation-Port ist. So, wir müssen wieder Charakter-Setup. Dann nehmen wir selbst wieder eine Evil-Person. Als könnte man in dem Kleid kämpfen. So. Und dann machen wir uns wieder einen Gegner, der gut ist. Und zwar. Ja, einfach aus Tradition, einfach sie hier. So. Game Type. Oh, falsche Taste. Multiplayer. Game Type. Wir hatten Standard. Covert hatten wir. Combat. Rapid Fire. Close Combat ist, glaube ich, gar nicht mal so gut. Da gibt es eigentlich fast nur Pistolen. Und zwar nur nochmal die Raptor Magnum und die Mustang 44. Sniper Combat hört sich interessant an. Ich glaube, das Spiel hatte ein paar mehr Scharfschützengewehre als sonst. Dann machen wir uns eine Duration von 5 Minuten. Dann machen wir einen 10-Minuten-Part mit zwei Spielen. Dann machen wir Start und gehen. Ah, das ist ein bisschen schwierig. Hidden Volcano. Das wäre Quatsch. Die Karte ist klein, soweit ich weiß. Silo Surprise. Frostbite. Frostbite würde ich mal bevorzugen. Weil ich glaube, da hat man dann auch Entfernung, obwohl mit meiner komischen PC-Steuerung werde ich sowieso nicht so gut snipern können. So, was? Ah, ja. Ich weiß, was ich. Und sie gibt mir sofort. So. Zwei Sachen sind natürlich wie immer falsch. Und zwar erstmal der Controller-Style, der auf Cover stehen muss, damit das mit meiner Steuerung funktioniert. Und ich habe mal wieder die Waffen in Minecraft-Dinger verwandelt. Dadurch, dass ich eine Option vergessen habe. Und zwar Weapon-Details. Hi. Frostbite. Hat natürlich soweit nichts mit der Frostbite Engine zu tun. So, jetzt sieht das Ganze ein bisschen besser aus. Oh Gott, wie heißt das Teil in echt? Ich glaube, es ist eine SSG 2000. Das ist so ein Schweizer Scharfschützengewehr. Das ist auch das gleiche Scharfschützengewehr. Das kann ich relativ. Okay, ich kann es durchtriggern. Und ich muss jede Kugel einzeln nachladen. Okay. Das ist ja auch das Gewehr, was es gibt in Action Quake 2, also diesem Predecessor, also diesem Vorfahren von Counter-Strike. Übrigens haben wir hier auch wieder die gleichen platten Bäume, nur sehen die hier meiner Meinung nach noch schrecklicher aus als den GoldenEye. Aber wir haben hier noch ein paar extra Bäume, die allerdings auch ein bisschen komisch aussehen, weil sie irgendwie so aussehen wie so Faltbäume aus so einem Modellbaukastensatz. Was habe ich denn noch? Ah, jetzt habe ich hier, das weiß ich auch, wie man zoomt, eine MP5 SD. Ich habe gerade nämlich, ich habe leider nicht lesen können, wie das Spiel sie nennt. Und ich glaube, das ist eine der etwas größeren Karten, aber ich sehe sie ja auf dem. Deutsche SA90. Was ist das? Oh, ich sehe es. Das sieht so ein bisschen aus wie eine G3, ist aber allerdings keine G3. Das ist eine MSG 90 A1. Und zwar die MSG 90 A1 ist die Militärversion der deutschen Heckler und Koch PSG-1. Das weiß ich noch, es ist halbautomatisch. Und ich glaube, man kann irgendwas Witziges mit. Oh, da ist sie. Ich trigger dich weg. Ja, dieses Ding macht relativ viel Schaden. Es gibt hier nämlich mehr Scharfschützengewehre. Habe ich einen alternativen Feuermodus? Nein. Was habe ich sonst noch? Hat die einen alternativen Feuermodus? Nein. Und da ist sie schon wieder. Mann, da ist sie schon wieder. Kann man nichts dagegen machen? Ist irgendein Moderator da? Oh, okay, ich habe sogar gewonnen. Hat sogar einen relativ hohen Schaden. M95, deutsche M95. Ja, das MP5 SD ist ein bisschen weiter weg davon. Das ist auch merkwürdig. Manche Waffen sind so ganz knapp umbenannt, andere haben dann ganz andere Namen, wo man da eigentlich gar nicht mehr auf das richtige Modell drauf schließen kann. Moment, ich erinnere. Ach, da habt ihr das gerade gesehen. Und zwar, diese Kisten werden hier immer per Fallschirm gespawnt. Und genau hier ist so ein richtig mieser Sniperplatz. Ah, wieder mit dem Fallschirm. Ich weiß es gerade gar nicht auswendig. Also eigentlich hat Counter-Strike, ja, also Counter-Strike 1005, also die Mod hatte ja die richtigen Namen für die Waffen. Später die Verkaufsversion, die dann 2000 rauskam, also Counter-Strike 1.5.
hat so Fantasienamen. Und ich glaube, manche Fantasienamen, die hier in dem Spiel benutzt werden, werden dann auch in Counter-Strike fast genauso ähnlich benutzt. Ich weiß gar nicht mehr die Fantasienamen aus Counter-Strike auswendig. Ich glaube, bei der AK-47 war es, glaube ich, CV-47. Bei der M4 war es Maverick. Bei der FAMAS war es Clarion. Ich glaube, ein paar davon doppeln sich. So, wo haben wir sie denn? Genau, an den Modus kann ich mich auch erinnern. Das habe ich immer mit einem Freund gespielt und anstatt dass wir rumgesnipert haben und uns gegenseitig weggesnipert, haben wir immer einfach die Waffe genommen, die umgestellt auf Single und dann haben wir immer den anderen so. Ding, 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 ding. Nee, ich glaube, wir haben das einfach mit Burst gemacht. Man kann nämlich Burst hier relativ gut durchtriggern. Ja, das kann sie scheinbar besser als ich. Und dann haben wir das gar nicht richtig scharfschützenmäßig gespielt. Das Spiel bietet sich auch nicht an. Ich glaube, die Maussteuerung war auch schwammiger als das, was man so von GoldenEye kannte. So, aber da ich glaube, dass ich alles gesehen habe. Ach, ich glaube, diese Waffe hat dann hier auch halt 762 Munition. Welches Spiel ist das noch? Es gibt auch irgendein aktuelles Spiel, was auch einfach 762 Munition benutzt. Genau, das ist PUBG, was ich ja selber nicht spiele. PUBG benutzt ja auch immer nur das Kaliber und nicht die Patronenlänge. In PUBG ist das ja auch so, dass, ich weiß gar nicht mehr, dass irgendein Scharfschützengewehr, was halt in PUBG gibt, und die AK-47, beziehungsweise ich glaube die AKM gibt es in PUBG. Ach, hier sieht man das Scharfschützengewehr nochmal ein bisschen besser. Ich glaube, es heißt einfach SSG 2000. Okay, die Spawns sind komisch. Wer lädt schneller nach? Okay, sie. Also wer lädt schneller fertig, ist eigentlich die Frage. So, was ich jetzt sagen wollte. Was aber sehr merkwürdig ist bei PUBG ist, dass die Pistolen mit 9mm die gleiche Munition benutzen wie die AS Val. Also da finde ich das schon ein bisschen hart merkwürdig. Aber dieses einfach nur die ganzen Kaliber zusammenfassen. Wie benutze ich eigentlich die Night Vision? Das möchte ich jetzt noch kurz wissen in den letzten 19 Sekunden. Aber ich glaube, kriege ich sowieso nicht hin. Weil ich hier das passende Menü dazu nicht habe. Oder ist das irgendwie auf 1 oder so? Oder 2? Ach, jetzt sehe ich, auf 1 wechsle ich die Waffen vorwärts, das heißt von der Pistole zu den Gewehren und auf 2 wechsle ich in die andere Richtung. Okay, deswegen ist das so. Beziehungsweise im Original waren es natürlich nicht 1 und 2, das gibt es natürlich auf dem N64 nicht. Im Original waren es natürlich, ich glaube, Steuerkreuz hoch und runter. So. Dann gucken wir uns noch ein Szenario an und zwar gucken wir mal, was es noch gibt. Sniper Combat, Explosives. Granatwerfer, Mustang. Ach genau, hier gibt es dann den Mustang mit dem Granatwerfer. Ach, hier gibt es eine ganze Menge witziges Zeug. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es steht noch auf High, alles ist noch okay. So, wo sprengen wir uns denn weg? Am besten in Silo. Das passt doch am besten thematisch. Übrigens auch ein Vorteil von dem Spiel ist, also dass es auf einer anderen Engine läuft. Ich starte sofort mit dem Granatwerfer. Der Vorteil ist, dass es auf einer anderen Engine läuft, ist, dass das Ganze... Oh, wir haben hier so einen Pseudo-Stack. Ist, dass das Ding nicht ruckelt bei Explosionen. Dafür sind die Explosionen allerdings auch hässlich. Das ist nämlich nur so 2D-Feuer, was dann immer abgespielt wird. Wir haben hier gerade so eine Stack-Map für Arme, die unglaublich hässlich ist. Und ich muss mal durchwechseln. Sticky Grenade. Okay, dann war... Ja... Nimm das Call of Duty. Ach du Kacke, was ist das denn für ein Radius? Nimm das Call of Duty, als hättest du Semtex erfunden. Ja, hier. Semtex stammt übrigens auch von, wie nennt sich das? Von der Sticky Grenade aus World at War ab. Ja, das, ach, da kann ich mich noch dran erinnern. Das habe ich auch mit der Nase gespielt, also mit Mumphy. Wir haben uns immer gegenseitig weggesprengt. -1. Body Armor. Mustang, genau, hier ist er, Mustang GL. Aber ich glaube, das Umwechseln war schwierig, oder? Moment. Impact. Auto. Genau, man muss relativ umständlich auf den Granatwerfer wechseln, damit das geht. Ist doch relativ unpassend, dass hier ein M249 unter so einer Vietnamknarre drunter ist. Und ich krieg sie! Hab ich nicht... Ach, ich kann drüber springen. Ha! In deinen Rücken! Impact, aber jetzt... Ist doch... Moment mal.
guck mal, wie der die Hand wechselt. Das ist auch relativ innovativ für so ein altes Spiel. Also dafür, dass ich das Spiel eigentlich voll nicht leiden kann, hat das ganz gute Ideen. LR22, genau, den hatte ich ganz kurz. Genau, das ist dieser RPG-26 ist es, glaube ich. Das ist die russische Form vom amerikanischen LOR-Raketenwerfer. Und zwar taktisch fanden es die Russen dann irgendwann cool, anstatt einen zu haben, der immer den Granatwerfer hat, dass dann jeder sozusagen Granatwerfer hat. Sticky Grenade. Wo ist denn die jetzt gelandet? Haftet die auch an ihr, wenn ich sie treffe? Nee, aber ich habe sie trotzdem erwischt. Genau, das ist, ja, wie ich gesagt habe, das gewinnt meistens keiner. Und ich glaube, bei manchen Szenarien startet man auch sofort mit einer kugelsicheren Weste. Okay, sie müsste jetzt irgendwo hier sein. Da ist sie. Bam! Einfach mal mitten ins Zimmer. So, was habe ich sonst noch? Law? Ah, beziehungsweise, ja, ist ja kein Law, ist ja RPG. Oder ist das ein RPG 22? Das würde eigentlich vom Namen her mehr Sinn machen. Sentinel! Yay! Das Ding ist geil, das kenne ich noch. Sentinel! Vierfach Raketengerät, beziehungsweise von manchen Militärhistorikern sogar Raketenwerfer genannt. Mehrfach Raketengerät. In Wirklichkeit ein Flash M202A4, glaube ich. War so ein Mehrfach-Raketengerät. Hat man auch in Wirklichkeit benutzt für eine kurze Zeit in Vietnam. Ist dann allerdings außer Mode gekommen, weil es einfach zu schwer war für normalen Soldaten. Hat unglaublich langsame Raketen, ist aber unglaublich überpowered. Man kann diese... Man hat auch einen heftigen Cooldown zwischen den Raketen. Guide, was kann man sonst noch? Guide Auto. Genau, Guide. Die kann man auch irgendwie zielsuchend machen. Aber auf so kurzen Entfernungen macht das nichts. Deswegen lasse ich das Ding besser auf Auto. Ich glaube, auf Auto kann man es nochmal schneller abfeuern, oder? Ja! Definitiv! Dann wird das Ding erst richtig überpowered. So, gucken. In etwa zielen. Bam, bam! Hm, ja. Man sollte natürlich nicht vor die Wand ballern. Aber der Modus war damals richtig witzig. Auch so Raketenwerfer waren ja schon in GoldenEye richtig witzig. Aber wenn bei GoldenEye zu viele Explosionen auf dem Bildschirm waren, hat das geruckelt wie Sau. Das ist hier, wie gesagt, nicht der Fall. So, langsam komme ich auch auf die Steuerung klar. So, aber in den nächsten 20 Sekunden würde ich dann gerne ändern. Also gerne wechseln. Was hat er hier? Single, Single? Nee, er hat keinen anderen Modus. So, ein Kill noch. Ich möchte noch in den letzten 40 Sekunden noch einen Kill machen. Wo bist du? Ah, zu... Okay, die Explosionsradien sind heftig. Kann ich hier irgendwas anderes machen als Time? Das ist die ganz normale Granate. Die so ein bisschen komisch springt, als wäre sie aus Gummi. Boing. Ach genau, und nach jedem Respawn muss man das Ding immer neu schalten, beziehungsweise neu umstellen. Wenn man das nämlich vergisst, dann denkt man, dass man dann halt 4 Raketen ganz schnell hintereinander abballern kann. Kann das dann aber doch nicht. Hashtag Doom. So, und vorbei. Und damit wäre es dann auch schon wieder mit dieser Folge. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken. Dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, beziehungsweise meinen Kanal, anderen Kanal, anderes Video, ihr kennt es wahrscheinlich schon. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zugucken und bis dann.